Namaste. Ja, guck mal. Da sind wir wieder. Ja, ich hatte ja gestern meinen Ehrentag. Und ja, ich habe ihn nach meinen Wünschen verbringen können. Und ja, ich habe auch ein paar nette Menschen treffen können. Und ja, insofern habe ich eine gute Erinnerung, musste nicht, sag ich mal, gucken, was kommt jetzt an Gutes in der Zukunft. Aber das könnte heute mal ein Thema sein, weil du hast ja vielleicht nicht immer so schöne Tage, ne? Hast das noch nicht so richtig gelernt, dir deinen Tag wirklich zu versüßen, sodass du den Tag wirklich das Gefühl hast, dass du ihn gefeiert hast, dass ja, dass du ihn feiern kannst aktuell. Und dann wäre es natürlich schön, wenn du vielleicht etwas hast, worauf du dich freuen kannst, was in der Zukunft vielleicht liegt. Und ja, ich habe jetzt heute mal wieder reingeguckt, kuriose Feiertage. Was könnte ich denn heute feiern? Und da kam als erstes der Tag des Händewaschens. Also, meine Güte, nee, ja, ich weiß nicht, ob ich das so feiern kann. Ich weiß, habe da auch nicht so ganz gute Erinnerungen dran, als man das musste. Ne? Ja, natürlich ist eine natürliche Form des Händewaschens. Aber dann mindestens 20 Sekunden und ja, und das hier und da und dann, jo, oh, sorry, da bin ich raus. Da habe ich nicht so wirklich Freude bei. Ja, der Tag des Pilzes, also der Pilze. Ja, natürlich ist jetzt die Hochzeit des Pilzesammelns. Und doch, ja. Auch wenn ich so ein Naturmensch bin, aber ich habe da großen Respekt vor Pilzen, weil es da so viele Arten gibt, die sich als etwas vielleicht tarnen, was sie dann gar nicht sind und uns nicht so gut tun. Und deshalb kann ich auch bei Pilzen nicht so richtig in Stimmung der Freude kommen und lieb das auch nicht wirklich so. Also ich gebe zu, ich kaufe aus dem Supermarkt die Pilze. Da kann ich halbwegs sicher sein. Ja, und als drittes, ja, das ist natürlich ein Ding, der Tag der Schornsteinfeger. Oh ja, den sagt man ja nach, dass sie Glück bringen. Ja, zumindest bringen sie einem dann ja die Hoffnung, dass wir wieder ja eine warme Hütte haben können, dass unsere Heizung funktioniert, weil das Abgasrohr freigepustet worden ist, alles kontrolliert worden ist. Und ja, dafür bin ich dankbar, dass es diese Menschen gibt, die uns dazu befähigen, ja, möglichst da dieses Fehlerelement ausschließen zu können. Und ja, da könnte ich schon feiern. Weil das Glück, wenn die ja noch mehr Glück bringen, wow. Ne? Auf der anderen Seite, ich bin selber für mein Glück verantwortlich. Ja, und dann habe ich eben überlegt, worauf könnte ich mich freuen heute? Und dann habe ich mal nachgerechnet. Ich bin ja so der Weihnachtsfreak, ne? Und habe festgestellt, in 8 Wochen, nur noch 8 Wochen, dann ist Heiligabend. Ja! Ja! Und juhu, ich hatte einen Grund. Und du weißt, ja, wir westlichen Menschen sind so eher kultiviert, dass es schon interessant ist, wenn man einen Grund hat, ne?
um fröhlich und glücklich zu sein. Und sei es etwas, was man sich selber konstruiert hat. Ja. Ja, 8 Wochen, ne? Aber ja, das ist an einem Dienstag dieses Jahr. Und juhu, wir haben ja heute Dienstag und dann fühlt man sich schon so ein bisschen, also ich jedenfalls, ich kann mich dann da reinfühlen an diesen Moment, ja, diesen Tag, diesen besonderen Tag. Und ich weiß nicht, ob du da gute Erinnerungen dran hast. Ich hoffe, nur dann macht das ja Sinn, sich jetzt zu freuen, dass nur noch 8 Wochen sind bis Heiligabend und Weihnachten. Und ja, ich habe da immer sehr, sehr gute Erinnerungen dran gehabt. Ja, und das ist es ja, was ich sage, was eben auch schön ist, dass du mal in den Erinnerungen kramst. Und ja, der originale Geburtstag in der Woche, wo ich geboren wurde, war der Dienstag. Na, also kann ich heute gleich nochmal feiern. Ja, vor 66 Jahren war es soweit. Da habe ich gesagt, okay, ich verlasse mal die warme Bude hier und dann gucke ich mal draußen, was los ist. Ja, vielleicht gehst du heute auch einfach mal raus und hast dadurch ein bisschen mehr Freude. Sich am Leben erfreuen aktuell ist natürlich das Schönste. In diesem Sinne freue ich mich, dass du zugeschaut hast und sage danke für ein Like vielleicht, einen kleinen Kommentar oder wenn du Hilfe brauchst, dass du auf mich zukommst. Ich danke dir. Namaste. Fühl dich geliebt. Bis dann.